Ja, dann hat er halt geschaut und hat auch gesagt, ja, Kopf ist schon tief im Becken. Dann sage ich, ja, ich weiß. Und ich habe jetzt schon mehrere Tage gehabt, wo der Druck so enorm nach unten ist, dass ich denke, sie ist gleich da. Ja. Und das hat sie sich dann auch nochmal alles genauer angeguckt. Und nun ist das Problem, dass mein Gebärmutterhalt so stark verkürzt ist und auch auf Druck reagiert, dass sie Angst hat, dass sie zu früh kommt. Was ich ja generell sowieso habe. Ne? Ihr wisst ja alle, meine Mäuse kamen zu früh fast. Ja, ist aber jetzt so, dass ich in die Klinik muss für ein paar Tage. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir heute ganz allein. Ich will mal uns sagen. Schön, dass ihr da seid. Ich werde erstmal die Kamera putzen. Und wie sehe ich verschwommen aus? Aber ich bin irgendwie ein bisschen im Stress. Kleinen Moment, ich nehme euch einfach mit beim Putzen. So, jetzt ist besser. Ich fahre jetzt nämlich das allererste Mal zum... ja, ich muss immer nach dem Ort suchen. Zum Frauenarzt. Ich bin super aufgeregt. Ich freue mich schon seit Tagen darauf. Jetzt muss ich aber erstmal nach dem Weg suchen. Und ihr wisst ja, ich und Navi, beziehungsweise hier mit meinem Handy, wir sind ja irgendwie nicht so die Freunde. Gucken, ob das jetzt hier überhaupt der Arzt ist. Wäre schön, wenn man sich mal Namen merken könnte, ne? Ja, das ist der Arzt. Muss ich da bloß noch gucken. Routenplaner. So, ich habe es geschafft. Ich hänge mein Handy hier mal eben schnell ein und hänge hier mal los, gucken, ob das passt. Ja, fahre jetzt 28 Minuten, ist also auch nicht um die Ecke, aber so ist das nun mal auf dem Dorf. Ne? Ich habe mir extra die Frauenärztin ausgesucht, weil die mir mehrfach empfohlen wurde. Dann war sie im Urlaub, dann waren wir im Urlaub und jetzt habe ich 5 Wochen, war ich jetzt nicht beim Frauenarzt, eigentlich muss ich in der Woche alle 2 Wochen gehen. Ja. Blieb aber nun mal nicht aus, weil Frauenärzte wachsen ja auch nicht auf Bäumen. Und wenn die im Urlaub ist, dann ist es nun mal so und wir dann auch im Urlaub. So, da habe ich auch nicht sofort einen Termin bekommen, aber innerhalb einer Woche fand ich total lieb, dass sie mich noch dazwischen geschoben haben. So, ich fahre jetzt los und versuche euch ein bisschen mitzunehmen. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist bei meinem letzten Frauenarzt. Wisst ihr, konnte ich immer schön den Monitor mit abfilmen und ihr konntet so ein bisschen Eindrücke gewinnen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist. Sollte das nicht so sein, erzähle ich euch danach natürlich alles und zeige euch die Bilder und so weiter. Ich bin mächtig, mächtig aufgeregt und werde euch auf jeden Fall mitnehmen und ganz, ganz viel berichten. Leute, fragt nicht nach Sonnenschein. Ich habe mich so verfahren. Also mein Navi hat mich einfach ganz anders hingeführt. Jetzt bin ich einfach fast eine halbe Stunde zu spät. Mir ist das so unangenehm, sowas. Ich hasse das. Was soll ich jetzt machen, ne? Ich muss jetzt da reingehen, mich entschuldigen und hoffen, dass sie mich noch dran nehmen. Ich habe es jetzt endlich gefunden. Und berichte euch dann zwischendrin oder danach. Oder ich bin völlig durch. So ihr Lieben, ich liege am CTG. Hat alles geklappt. Ich habe mich 5-mal entschuldigt, aber war halb so wild. Schaut mal, hier läuft das Gerät. Da hört man auch super die Bewegungen und den Herzschlag. Es läuft jetzt eine halbe Stunde und dann geht es rüber zur Ärztin und dann wird auch mal ein Ultraschall und sowas gemacht und wir lernen uns kennen. Ist ja wie gesagt das erste Mal, dass ich jetzt hier in der Praxis bin, aber bisher bin ich ganz positiv gestimmt und ja, also ich bleibe dann hier mal artig liegen und lasse das Gerät schreiben. So ihr Lieben, ich bin raus. Ich muss erst mal sammeln, aber ich habe ja Probleme mit Wassereinlagerungen und auch mit den Nieren. Da haben wir jetzt mal nachgeguckt. Die Wassereinlagerungen sind auf jeden Fall besser. So, jetzt bin ich am Auto, steigen eben ein. Meine Nieren jedoch schlechter, als ich jetzt vermutet habe. Erstmal rein hier in die heiße Hütte. Bei den Nieren habe ich jetzt gestaunt, weil ich habe das immer nur so tageweise. Mal ist es ein Tag gut, mal ist es ein Tag nicht gut.
Heute war eigentlich alles gut, gestern auch. Trotzdem habe ich aber einen Stau von 1. bis 2. Grades. Ja, ist jetzt noch nicht mega schlimm. Mach mal eben nebenbei die Fenster auf, es ist so stickig hier drin. Ist jetzt noch nicht mega schlimm, aber es erklärt natürlich, warum ich das immer und immer und immer wieder habe, alle paar Tage. Ja, Fruchtwasser ist in Ordnung. Von der Größe und Gewicht ist es alles in Ordnung. Ist alles noch in der Norm. Alles gut. Da haben wir uns sehr drüber gefreut, weil ja meine Mäuse immer alle so ein bisschen sehr zart sind. Ja, sie hat jetzt so 1860 Gramm. Das ist völlig in Ordnung. Sie ist so 3 Tage kleiner als die Norm. Also völlig gut. Ja, und ja, dann hat er halt geschaut und hat auch gesagt, ja, Kopf ist schon tief im Becken. Dann sage ich, ja, ich weiß. Und ich habe jetzt schon mehrere Tage gehabt, wo der Druck so enorm nach unten ist, dass ich denke, sie ist gleich da. Ja. Und das hat sie sich dann auch nochmal alles genauer angeguckt. Und nun ist das Problem, dass mein Gebärmutterhals so stark verkürzt ist und auch auf Druck reagiert, dass sie Angst hat, dass sie zu früh kommt. Was ich ja generell sowieso habe. Ne? Ihr wisst ja alle, meine Mäuse kamen zu früh fast. Ja, ist aber jetzt so, dass ich in die Klinik muss für ein paar Tage. Dass einfach geschaut wird, dass der Gebärmutterhals sich nicht noch weiter verkürzt und dass ich die Lungenreifespritzen bekomme. Das kenne ich schon, das Prozedere. Für die, die das nicht kennen, ist es halt einfach so, dass man in die Klinik geht. Man bekommt, ich glaube, 2 oder 3 Spritzen. Man bleibt ungefähr 2, 3 Tage. Und dann bekommt man halt was gespritzt, so war es damals, ne? Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Damals war es so, dass dieses Medikament nicht direkt für die Lungenreife zugelassen ist, sondern für was anderes. Die Nebenwirkung von diesem Medikament ist aber, dass es die Lunge des Babys schneller reifen lässt. Das heißt, wenn sie früher zur Welt kommt, hat sie den bestmöglichsten Start, weil ihre Lunge halt quasi vorher gereift wurde, wenn man so sagen möchte. Ja, ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich das organisiere natürlich. Ne? Also Flori ist ja da, keine Sorge, aber das muss ich natürlich alles mit ihm besprechen. Er hat eigentlich morgen einen Termin von früh um 6 bis irgendwie nachmittags, abends. Ja, das geht jetzt natürlich erstmal alles vor, aber ich werde ihn jetzt gleich erstmal anrufen und ihn darüber informieren, dass ich halt ein paar Tage in die Klinik muss. Und ja. Aber ansonsten ist alles gut. Ich habe jetzt hier so Überweisungen bekommen fürs Krankenhaus. Wir haben auch nochmal besprochen, in welchem Krankenhaus es für mich am besten wäre zu entbinden. Einfach weil ja auch nicht jedes Krankenhaus eine Neo hat. Und die Neo ist mir unfassbar wichtig. Sitzt mir ja nichts, wenn ich in irgendein Krankenhaus entbinde und dann muss ich von da wieder verlegt werden, weil mein Kind auf die Neo muss. Und wenn es nur 1, 2 Tage ist, ne? Das weiß man ja immer nicht. Deswegen gleich lieber ein Krankenhaus mit Neo. Ja, genau. Und sonst ist alles gut. Wie gesagt, Fruchtwassermenge stimmt. Von der Größe, vom Gewicht ist alles super. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie was von der Größe bekommen habe. Irgendwie ein Bild oder irgendwas, aber ich glaube nicht. Es hat auch noch irgendwas gefehlt, irgendein Blutwert. Den mussten sie jetzt doppelt abnehmen. Ich habe jetzt hier irgendwie 2 Pflaster auf dem Arm. Auch nicht so schlimm. Der hätte nämlich schon abgenommen sein müssen. Und ja, jetzt kam die große Überraschung, oh, der ist noch nicht abgenommen und ein Anti-Suchtkörpertest. Naja, das haben sie jetzt nochmal doppelt nachgemacht. Genau, und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob jetzt hier was steht. Ja, hier steht halt, dass der Gebärmutterhals bei 1,1 cm ist, beziehungsweise bei 2 cm ohne Druck. Ja, mein Blutdruck ist wieder sehr niedrig, wie immer, 104 zu 66, ich glaube, das ist auch noch in Ordnung. Ja, aber sie liegt mit dem Kopf nach unten, sehen wir mal das Positive. Skyli kam ja mit dem Po zuerst, ne? ich versuche es jetzt irgendwie positiv zu sehen, aber, kommt ein Auto, aber, es rattert ganz doll im Kopf, weil ich kann einfach nicht alleine sein, ich kann das nicht. Oh, es geht jetzt Radio laut an. Ich kann nicht alleine sein. Es ist für mich Höchststrafe, wenn ich irgendwo alleine bin und rumliege und dann auch unter fremden Menschen. Oh mein Gott. Da, ja, kommen mir fast die Tränen in die Augen, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Ne? Also ich bin immer bei meinen Kindern, bei meinem Mann und ja. Aber ich will gar nicht rumheulen. Es gehört halt einfach dazu.
Und es muss gemacht werden. Und lieber 1, 2, 3 Tage als mehrere Wochen. Ja, trotzdem irgendwie gar nicht so einfach, ne? So, ihr Lieben, mein Akku blinkt ja auch schon wieder. Ich melde mich dann, denke ich, wenn ich zu Hause bin. Ich werde jetzt noch eben schnell was einkaufen fahren. Wir haben kaum noch was zu Hause. Dann muss Flori das nachher nicht machen. Ich komme jetzt ich glaube, an einem Netto vorbei. Und werde erstmal nebenbei Flori anrufen und ihn darüber informieren. So, ich sitze wieder im Auto. Ich habe zu Hause alles gepackt. Die Kinder haben mich gerade zum Auto gebracht und gewunken. Violette weint jetzt natürlich ein bisschen. Versteht sie jetzt natürlich noch nicht so. Und ich habe hier alles schon eingepackt. Mein Täschchen, Kissen, ganz wichtig. Ich schlafe immer relativ hoch. Und habe auch schon in der Klinik angerufen. Ich mache das mal hier eben dran. Und die sagten mir, wenn ich heute Abend noch komme, dann könnte ich heute Abend schon die erste lungenreife Spritze bekommen. Umso schneller geht das alles. Mal sehen, wann ich dann wieder zu Hause bin. Wir rechnen jetzt einfach mal so mit 2 Tagen. Wie es letztendlich dann aussieht, weiß ich nicht. Ich war auf jeden Fall noch einkaufen. Ich habe für Flo, ich glaube, jetzt 5 oder 6 Gerichte mitgebracht. Also nicht so für Flo, sondern Flo kann die dann zubereiten. Und alle Sachen, die er auch kann. Und ich fahre jetzt mal Richtung Klinik. Mulmiges Gefühl. Ich habe noch ein paar Sachen gewaschen. Die eine Hose hier drin von Lelün. Ich habe auch eine von Lelün gerade an, aber ich habe noch eine mitgenommen. Die ist noch nass. Die werde ich gleich erstmal irgendwie im Zimmer noch aufhängen. Ist ein komisches Gefühl jetzt, ne? So seine Familie alleine zu lassen. So ein bisschen ungewiss. Kleine ist auch gerade ganz, ganz mächtig hier am Trampeln. Die merkt das bestimmt auch, dass mir das komisch ist, aber ist wichtig, ne? Dass wir wenigstens die Lungenreife spritzen haben. Und wenn sie dann in den nächsten Wochen früher kommt, dann ist man doch ein bisschen entspannter. Also von daher ist es schon alles richtig. Ja, mal gucken, wo ich das Auto parke. Ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, dass ich alleine fahre, weil Flo müsste jetzt eine Stunde mit allen Kindern fahren, mich rausschmeißen und dann eine ganze Stunde zurück. Heute ist es mega heiß und ganz doll schwül. Also eigentlich sollte es den ganzen Tag regnen und gewittern, aber irgendwie stimmt dieser Wetterbericht nicht. Ihr Lieben, ich werde euch versuchen, weiter auf dem Laufenden zu halten. Kamera nehme ich ja, wie ihr seht, einfach mit. Mal sehen, wie mir das in der Klinik gelingt. Best-offs habe ich natürlich auch nicht. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und munter. Das war laut. Bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Ich halte euch auf dem Laufenden. Also bis ganz bald. Ciao.